Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit MyGamer. Wir hatten ja gesagt, dass wir da irgendwie Zombies suchen wollen, aber erstmal muss ich gucken, dass ich mein Inventar leer kriege. Das Eisen nehme ich mal lieber nicht mit, falls ich verrecke. Setzlinge hatten wir irgendwo. Da waren welche. Holz. Cobblestone kann da mit rein. Stone kann da auch mit rein. So, hier sind auch noch mal solche Setzlinge. Da sind die. Ach, weißt du was? Komm. Nehme ich die Setzlinge und tu die auch da mit rein. Pfeile und Knochen habe ich da drüben auch gerade gesehen. Räume ich gleich mal die Kisten so ein bisschen auf. Setzlinge. Federn habe ich hier jetzt nicht. Wolle war hier vorher drin. Da ist noch schwarze Wolle. Pfeile, Knochen, Pfeile, Setzlinge. Da. Redstone. Ah, hier mache ich mir jetzt gleich erstmal eine kleine Rüstung draus. Holz tue ich dann auch erstmal hier mit rein. Ist reichlich Holz, sehe ich gerade. Pilze. Ah, Sticks kann man vielleicht gebrauchen. Davon nehme ich auch was mit. Man weiß nie, was man da für einen Dungeon findet. Das kann man zusammenlegen. Gut, hier ist es wahrscheinlich Nacht draußen. Ja. Dann mache ich da jetzt gerade nichts. Dann gucke ich erstmal, was ich mir so craften kann. Auf jeden Fall das Ding. Dann habe ich noch 8. Da mache ich mir noch meine Hose draus. Und habe noch ein Leder übrig, mit dem ich nichts anfangen kann. Kommt das da rein? Dann habe ich eine schicke Hose. Sieht doch hübsch aus. So ein Space Marine mit Lederklamotten. So, währenddessen kann ich aber. Spitzhacke hatte ich ja keine mehr. Habe ich echt gar keine Spitzhacke? Nirgendwo? Hier ist noch Eisenbarren. Nee. Spitzhacke. Hier sind auch noch mal 3 Eisen. Nö. Keine Spitzhacke. Zack, zack, zack. So. Dann mache ich hier mal weiter. Muss ich mir auch bald mal eine extra Kiste für Stone und Cobblestone machen. Das ist doof. Muss ich später wieder schön machen. So, zack, 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 zack. Machen wir hier immerhin so ein bisschen an der Höhle weiter, ist doch auch was Tolles. Und ich sehe gerade, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, dass hier also weit offen ist, aber naja, kann man gerade nicht ändern. So, hier das Zeug weg. Kann ich das auch wegmachen? Wichtig ist halt nur, dass ich hier drin einen Grasblock habe, damit das Gras weiter wächst für die Animal Farm. Man
Obwohl das hier jetzt nur ein Experiment sein soll, ob das klappt, eine unterirdische Animal Farm. Eigentlich für das, was ich hier für die Höhle geplant habe, passt die gar nicht. Oder doch? Ich kann meinen Plan nochmal verwerfen, kann dann hier. Ja, doch, so mache ich das. Genau. Jetzt kann ich das hier sagen, was ich vorhab. Also was ich beim ersten Mal vorhatte, das war eigentlich hier eine nette Behausung, wo ich halt so eine tribünenförmige Dingsbums an der Seite hatte. Die zweite Idee war, diese Tribüne so zu nutzen, dass ich da eine kleine Sitztribüne hab und dann hier in der Mitte ein Lagerfeuer mit Netherrack und Feuer drauf zu machen, dass es endlos brennt. Einfach so als gemütliche Sitzecke. Wäre ein bisschen groß, aber egal. Aber jetzt verwerfe ich das Ganze nochmal. Dann muss ich mal gucken. Hier sollte die Wand hin. Ja. Dann werde ich hier an der Seite nochmal. Gucke ich mal, dass ich hier das schon mal so mache. Will ich hier raus direkt die Animal Farm bauen. Geht das so? Ja, ist egal, machen wir das so. Wie mache ich das jetzt? Egal. Ist jetzt zwar ein bisschen Mist, dass ich das Ganze dreimal neu umgeworfen habe, aber ich glaube, so bleibt das dann. Hier da auffüllen, auch wenn man es eigentlich nicht bräuchte. So fülle ich dann hier nochmal auf. Licht weg. Das ist ja das Schöne an Minecraft, es ist nichts endgültig und selbst wenn ich hier was gebaut hätte, könnte ich alles nochmal umwerfen, alles abreißen und neu bauen. Vorteil ist jetzt, da ich die Idee hatte, bevor ich es gebaut habe, dass ich nichts abreißen muss und nur hier so ein bisschen mit dem Cobblestone wieder auffüllen muss. Dann passen hier aber auch die Kisten nicht mehr so ganz hin. Die hat komplett gepasst ins Inventar. Dann gucke ich mal erstmal provisorisch hierhin. Wird dann sowieso alles noch mal anders gemacht. Das Ding abreißen. Holz. Holz. Das Ding. Das Ding. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich dann später die Rohstoffe ordne. Irgendein System lasse ich mir da dann einfallen. Erstmal baller ich das Zeug nur irgendwie in die Kisten. So. Hier nochmal auffüllen. Draußen wird's allmählich wieder heller. Aber das Zombie-Gebrüll nervt unheimlich. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt eben gerade, aber trotzdem. Es ändert sich ja nichts dran, dass es weiterhin nervt. Also, aber dann kann ich auch schon mal gucken, dass da anfängt was zu wachsen. Dreck. Da, 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 da. Mache ich das hier auch alles mal weg. So.
So, vergessen wir die Tribünenform, das sah sowieso nicht so toll aus. Zack, 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 zack. Dann kann die Erdblo der Erdblock sogar da bleiben. Die Erdblock, tolles Deutsch. Der Block aus Erde oder die Erde oder was auch immer, aber nicht die Erdblock. Dann hier jetzt einfach mal alles weghacken. Ich hoffe mal, euch stört es nicht, dass ich hier jetzt 5000 Mal meine Idee umgeworfen habe. Aber dabei bleibt es jetzt. Hier kommt eine Animal Farm hin. Ich sag mal, ist ja auch was Spannendes, mir hier beim andauernd Neubauen und Abreißen zuzugucken. Naja, eigentlich nicht wirklich, aber ist ja egal. So, dann hier noch fleißig Erde verteilen, damit in meiner Abwesenheit da Gras drüber wachsen kann. Ja, ich habe schon ein paar Mal den Spruch gerissen, dass der Gras über die Sache wächst. Der ist mittlerweile auch schon alt geworden. Ich noch mal Erde gleich. Zack. Einmal. Nochmal. So, dann hier mal über die lange Bahn die Erde setzen. Klappt super. Zack, Fackel nervt. Fackel dahin. Zack. Ja, ich glaube, bei besserem Licht wächst auch das Gras besser. Dann werde ich sowieso gleich nochmal Fackeln verteilen. Muss jetzt später sowieso, wenn der Animal Farm da ist. Und dann können wir auch die Beleuchtung über Lava-Spots vergessen, weil, wenn ich hier Fackeln aufstelle für die Animal Farm, brauche ich keine Lava-Spots. Und die Fackeln stehen dann sowieso mitten auf der Wiese. So, das war's dann soweit. Hier muss noch weg. Zack, zack. Kohle. Noch mehr Kohle? Ja. Ah, hole ich mir die erstmal so da weg. Das sieht sowieso komisch aus, aber das ist ja hier von Natur so ausbelassen. So, dann klatschen wir da Dreck hin. Hat keiner gesehen, dass wir hier waren. So, wie gesagt, das hier muss weg. Das hier muss weg. Nicht, dass es jetzt wieder nachts wird, wenn ich raus will, dann gehe ich aber schlafen. So, Fackeln verteilen. Erstmal randommäßig irgendwo hin. Gut, dann die Cobblestones weg. Den Dreck da weg. Kiste weg. Kiste in eine Kiste, macht Sinn. Gut, und jetzt gucken wir mal, was da mit den Zombies so abgeht. Nicht, dass mich hier ein Creeper erwischt, nö. Zombies. Die waren doch da. Das müsste hier jetzt direkt unter meiner Höhle sein. Ich gucke mal kurz nach. Halt so.
Na, fast direkt unter der Höhle. Aber dann buddel ich mal lieber seitlich. Nicht, dass ich mich da reinbuddle. Nee, da ist einfach nur ein Dungeon. Ach, jetzt verbrennen sie wegen dem Sonnenlicht. Auch nicht schlecht. Mache ich hier nochmal auf. Jetzt mir dann da Erde hin eigentlich. Na gut, dann da. Achievement Gap, Monster Hunting. Das war dumm. Nehme ich nur Gravel. Gravel kann ich da runterfallen lassen, dann habe ich eine schöne Treppe. Gravel? Da. Schwert ausrüsten. Das ist sogar nur ein kleiner Raum. Aber hier sind überall Dungeons mit ganz vielen Monstern. Ich gehe jetzt mal nicht von aus, dass da irgendwo eine Art Mob-Spawner oder so ist. Dass das wirklich nur irgendwelche Dungeon-Gänge sind. Dann wissen wir ja, was wir demnächst zu tun haben. Ich leuchte den Raum hier erstmal aus, weil mich das Gestöhne von den Monstern tierisch abnervt. Wie sieht's denn aus, wenn ich da jetzt zumache? Ist das dann hier unten genug Licht? Ja. Kann ich da oben direkt nochmal eine Fackel anbringen, aber das sollte dann auch locker reichen, dass hier nichts spawnt. Ihr glaubt gar nicht, wie einen das nerven kann, dieses ständige. Oder nervt euch das gar nicht so wie mich? So, dann nehme ich mir hier direkt Stone raus. Pack den Gravel da wieder rein. Zack, zack. So. Mach dann hier mit Stone wieder alles zu. Schade, ich dachte, ich hätte einen schönen Mob-Spawner erwischt. So, dann packen wir da noch mal eine Fackel hin. So, zack. Dann kann da alles schön wachsen. Und was mache ich jetzt? Es ist der Part auch schon fast vorbei und wir haben kaum was geschafft. Ich sehe Schafe. Kann ich mir die nochmal mitnehmen? Ich möchte jetzt aber auch nicht schon wieder in irgendeinem Dungeon, weil ich da gerade erst herkam. So. War hier nicht noch ein Block Wolle? Egal. Nehme ich mir das Schaf da noch mit. Da drüben sehe ich schon, ist eine Schneewelt. Zack, zack. Zack, zack. Wie gesagt, hier sind überall Höhlengänge. Wenn ich mich hier jetzt, aua, 2 Meter weit graben würde, muss ich noch nicht mal. Ich habe hier direkt einen Höhleneingang gefunden. Tausche ich das mal so, auch wenn das Schwert fast kaputt ist. Da geht es auch noch mal weiter. Ja, wie gerade schon erwähnt, ich wollte ja eigentlich nicht ins nächste Dungeon, ne?
Sehen wir ja, wie die guten Vorsätze halten. Aber hier ist Eisen. Und hier ist Wasser. Und kaum treibe ich mich hier schon wieder rum, sind keine Gegner da. Immer hört man sie, aber wenn ich sie jetzt mal suche, sind keine da. Da drüben ist Licht. Aber es wird dunkel, das heißt, das ist Tageslicht und das verschwindet langsam gerade. Dann nehme ich mir jetzt nur noch schnell das Eisen hier raus und verziehe mich dann auch. Oder auch nicht. Machen wir halt die nächste Höhlenexpedition, was wie gesagt eigentlich nicht geplant war. Wo ging es denn hier raus? Da. Waren hier jetzt noch irgendwelche Rohstoffe? Dunkel. Da ist Eisen. Jetzt sind draußen schon wieder die ganzen Monster aktiv. Was auch nicht gerade sehr dem Feeling zugute kommt. Aber hier hätte ich doch auch irgendwo noch Eisen gesehen. Da ist auf jeden Fall Kohle. Da ist auch Tageslicht, also das scheint alles miteinander verzwickt zu sein, die Erdlöcher, die ich da andauernd gefunden habe und finde und so. Ist alles ein großes verzweigtes Höhlennetzwerk. Und mich würde es nicht wundern, wenn ich jetzt diese Höhle hier erforsche, dass ich irgendwann da rauskomme in der Höhle, wo wir uns schon mal lang gebuddelt haben. So, dann gucke ich mal. Aber ich hatte doch irgendwo noch Eisen gesehen, oder war es das, was ich da schon weggeholt hatte? Hier ist auf jeden Fall noch Eisen. Und dann bräuchte ich auch gleich noch meine Spitzhacke. Nicht, dass mir hier jetzt ein Zombie auf den Kopf fällt, weil hier ja alles noch dunkel ist. Habe ich noch eine Spitzhacke dabei? Habe ich nicht. Dann verziehe ich mich mal hier ins Licht. Workbench. Erstmal mache ich mir munter lustig ganz viele Fackeln. Ganze Eisen aus der Hütte habe ich auch noch dabei. Ja, halt, ein Schwert mache ich mir erstmal nicht. Da war ich gerade am Überlegen, aber lassen wir. Mache ich mir nur die Spitzhacke. Denn ich habe hier noch Schwerter. So, dann erstmal gucken, dass wir so ein bisschen beleuchten. Na, wenn hier ein Zombie angeschwommen kommt, das höre ich dann sowieso. Da ist auch noch mal Tageslicht. Aber wir haben ja sowieso gleich, beziehungsweise gerade gesehen, dass es da gleich noch tiefer reingeht. Dabei. Ich bin vorbereitet für so eine Dungeon-Mission, auf jeden Fall. Man merkt's. Ah, Zombie! Wo kommst du? Von da oben kommt der her, Alter. Schwert. Sagt mir doch mal jemand, dass da oben noch so ein großes Loch in der Wand ist. Das habe ich echt nicht gesehen, dass es da noch weitergeht. Ja, was wollte ich? Da oben wollte ich die Kohle wegholen. So, hier kann mich schon mal keinen Zombie erwischen. Aber ich habe hier hoffentlich noch das Fleisch dabei, was ich in der letzten Höhle eh nicht gebraucht habe.
Das alles noch weg. Und ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare vor mir. Warum schon wieder so viel Höhle? Hatten wir doch gerade erst. Und wenn ich dann mal drei Parts nicht in die Höhle gehe, heißt es, geh doch mal wieder in die Höhle. Man kann es euch auch wirklich nie recht machen. Egal, jetzt sind wir nochmal hier unterwegs. Ob es euch passt oder nicht, ist halt so. Könnt ihr eh nichts dran ändern. So, dann hatte ich hier unten noch das Eisen. Zack. Da raus. Da oben geht's auch noch. Ach nee, da war Tageslicht, genau. Dann müsste es doch hier aber auch nur an die Oberfläche gehen, oder? Da ist Fackel. Was ist denn da jetzt schon wieder Fackel? Ich bin irritiert. Cobblestones. Lege ich mir hier mal so einen kleinen Weg lang. Ja, toller Sound. Mag ich nicht. Oder bin ich da irgendwo in ein Erdloch gegangen und habe ein bisschen Licht gemacht? Kann natürlich auch sein, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ah ja, hier. Wo auch immer gerade hier ist, mal kurz gucken. Keine Ahnung. Schnell rein, bevor die Zombies kommen. Da geht's auch noch runter. Auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Wir wollten hier ja nicht in einen Dungeon gehen. Aber solange ich nicht ungeplant irgendeinen Dungeon auf Peaceful mit Rohstoffen ausplündere, geht's ja noch. Wie gesagt, wo ich gerade lang gehe oder wo nicht, könnt ihr zwar Sachen anfragen, aber bestimmt tue immer noch ich. Und die Leute, die mehr Dungeons sehen wollen, die freuen sich natürlich darüber, dass ich hier jetzt schon wieder rumlaufe. ja. Licht. Licht. Ach, hier ist ja viel. Kohle. Wie wir nur wieder mit Kohle zugeschissen werden, das ist auch unnormal, finde ich. Ich habe hier schon etliche Stacks Kohle zu Hause. Sammle hier jetzt nochmal etliche Stacks. Da oben ist nochmal Eisen. Muss ich auch mal gucken, dass ich mir einen Vorrat an Glas mache, denn irgendwann werden wir auch massenhaft Glas brauchen und dann habe ich keins. Also von daher muss ich zusehen, dass ich da die ganze Kohle auch nochmal da investiere. Da werden wir auch stundenlang Sand farmen müssen, wo ihr euch bestimmt auch schon drauf freut. Aber das gehört alles zu einem Minecraft-Let's Play dazu. So, hier ist sonst nichts. Nicht, dass ich noch irgendwo Rohstoffe übersehe. Da ging's raus. Wird schon wieder Tag. Jetzt muss ich mal gucken. Nehmen wir uns da. Ja, wir nehmen uns das Monsterloch vor. Wobei mit Monstern eigentlich keine Gegner gemeint waren, sondern monstermäßig tief. Und erstmal was fressen, bevor hier wieder die dicken Viecher ankommen. Puh. Das war jetzt eigentlich ungeplant, dass ich hier runterfalle. Dann tausche ich auch mal lieber das Schwert aus. Und ich glaube auch, dass meine Rüstung mich gerade gerettet hat. Wenn die nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich soeben hops gegangen. Der hüpfende Zombie im Wasser irritiert mich gerade ein bisschen. Gravel. Wasser. Machen wir das Wasser mal weg. Licht. Licht.
Eisen, Kohle, Licht, Weggabelung. Bin ich ein absoluter Fan von. Nicht. So, nehmen wir uns das Eisen hier mit, gucken hin und wieder mal, ob ein Zombie um die Ecke kommt. Das war's schon mit dem Eisen. Gucken nach einem Zombie. Und ich freue mich jetzt schon aufs Powerrennen am Wochenende. Da komme ich doch schon wieder nicht dazu, WoW fertig zu machen. Gerade weil ich mit Camtasia bei meiner neuen Rendermethode alles einzeln rendern muss und keine Stapelproduktion machen kann. Normalerweise 10 Parts in Camtasia vorbereiten, als Projekt speichern, Stapelproduktion, fertig. Das kann ich aber über die neue Methode mit einem verlustfreien Codec nicht machen, weil Camtasia den bei der Stapelproduktion nicht anbietet. Das geht nur, wenn ich das Ganze einzeln mache. Finde ich ein bisschen unlogisch, ist aber leider so. Gut, dann sind wir hier soweit durch mit der Kohle. Zombies. Keine da. Kohle. Eisen. Ah, dass ich das auch nicht gesehen habe, dass da Gravel ist. Der Gravel ist weg, da ist noch mehr Gravel. Eisen wegholen. Und die Gegner, die hüpfen hier immer noch. Das ist lustig. Wusste ich auch nicht, dass es auch klappt, wenn die Fackel schon vorher da ist. Mit dem Fackeltrick. Na egal. Da oben ist sowieso nichts mehr außer Gravel. Dann kann der Gravel auch da oben bleiben. Jetzt gucke ich nochmal. Hier war nix. Ach so, hier sind wir jetzt. Ja, ich habe jetzt schon wieder die Orientierung verloren. Ich dachte, wir wären noch vor der Weggabelung. Gegner da, dann machen wir weiter. Und dann versuche ich mir jetzt auch mal zu merken, wie viel wir schon aufgenommen haben. Fackeln wir verbraucht haben. Wie viel wir aufgenommen haben, habe ich schon wieder keinen Plan. Ich mache aber mal einen kurzen Aufnahmeschnitt. Wir sehen uns gleich wieder.